Jetzt, wo ich überlege, wir haben ja die Skulptur hier im letzten Part, diesen ganzen Gebäudekomplexe, die Räume, alles nur machen können, wegen der Vogelscheuche, sonst wären wir ja gar nicht dahin gekommen. Ups, toll. Oder vielleicht, nee, eigentlich nicht. Wir hätten das nicht geschafft ohne die Vogelscheuche. Seht ihr, also man braucht es echt gut, dass ihr die schon mal gemacht habt, sonst müsste ich irgendwann nochmal in alle Tempel zurück. So mache ich die alle auf einmal. Aber hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Master West, Quest. So, ich gehe mal schnell auf die andere Seite. Auf die andere Seite, wow! Erstmal Pfeile bekommen, einfach so. Von wegen cooler Move, hier, kriegst du Pfeile. So, jetzt sind wir wieder hier. Und, ja okay, war der Rückweg ja doch nicht so anstrengend. So, hier ist aber, okay. Nein. Immer schön B drücken, dann können wir gegen die Strömung ankämpfen. So, das wär's. Mal gucken, wofür wir den Schlüssel noch brauchen. Ich bin ja mal gespannt. Zack. Und bamster bam. Okay, also jetzt genau auf die gegenüberliegende Seite auf der Karte ausgesehen. Nach Süden. Dum 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 dum. Mit die scheiß Eisenbotten. Bum. So. Bum bum bum. Oh. Schon wieder wechseln oder kann ich einfach mit Ende haken? Ja, sehr gut. Gutes Spiel. In Master Quest fällt dieses ewige Hin- und Her-Wechseln zwischen den Botten auch nicht so sehr auf, weil die überall für Enterhakenpunkte gesorgt haben. Das ist echt cool. Aber wenn ihr euch die 3DS-Version holt, müsst ihr sowieso keine Angst haben, weil da sind die Stiefel kein Ausrüstungsgegenstand mehr, sondern ein normal einsetzbares Item quasi, dass man jederzeit einfach per einen Knopfdruck, so wie ich den Enterhaken oder eine Bombe benutze, kann man an- und ausziehen. Von daher ist das auch recht fix gelöst. Und dieser Zwischenschritt mit diesem Menü aufrufen und so fällt dann weg. Also ein länglicher Raum. Was müssen wir denn hier machen? Oder um sich drei Fackeln, ist klar. Oh, ein Schritt zu weit nach vorne gegangen. So, komm her. Zack. Okay. Überall wieder diese ollen Kisten. Ich verstehe das nicht. So, die Fackeln, wie kriege ich denn die an? Ich glaube, wenn ich mich hier rausstelle. Nein, ich weiß wie. Irgendwie war das so, dass ich dieses. Oh, wieder die Vogelscheuchenpolka, ist das gemein. Ja, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass dieser Pfahl höher geht. Und dann kann ich da rauf und alles anzünden. Und wie mache ich das? Okay, erstmal Schuhe wieder aus. Vogelscheuchenpolka gespielt. Unseren Freund Ballsack. Der kann nicht genug von unserer Mucke bekommen. Deswegen heißt er vielleicht auch so. Da. Oh Mann, ey. Hätte ich gewusst, dass man die Vogelscheuchenpolka echt so oft einsetzen muss, hätte ich mir mal ein anderes Lied ausgedacht. Sorry, Leute. So. Okay. Ach nee, halt. Ich wollte gerade anvisieren. Geht ja gar nicht. Und Headshot. Oh, zack, Headshot. Okay, was ist jetzt hier oben? Oh, na klar. Wo kommt ihr schon wieder her? Schwör, was soll denn, Mann? Hört mal ganz cool, Mann. Wir wollen bloß ein Autogramm haben. Ja, Autogramm sieht anders aus. Arsch. Zack. Ja, warte hier, du schlitzt hier nicht rum. Oh, man hört schon die Skulti, ich höre sie. Ah, zack. Hey, willst du mich verarschen? Wow. Oh, scheiße. Yeah, cool. Eigentlich mache ich nichts anderes, außer draufhauen. So, wo ist, wie kriege ich jetzt das olle Gitter weg? Nein, nicht so. Ja. Mist. Ist der olle Pfahl schon höher? Nee. Verdammt. Das kriege ich von hier nicht hin. Mann, Link, nur nicht immer die Ocarina, wenn ich deinen Eye-Mode aktivieren will. Nee, aber ich brauche hier auch auf keinen Fall die Feuerpfeile. Wie war denn das? Gut, dann gucke ich einfach mal im Wasser nach, nicht wahr? Ob hier hinter der Kiste irgendwie wieder so ein Schalter ist. Dum, 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 dum. Schudel. Wow. So, hier unter Wasser vielleicht wieder irgendwie so ein versteckter Kristallschalter. Ich hoff's mal. Weil sonst wüsste ich keinen Rat. Dann würde ich, glaube ich, einfach so ausprobieren, die Fackeln zu treffen. Oh Mann, Link, ey, Tour rollt sich einfach so im Kreis. Okay, hier war schon mal nichts. Hier ist auch nichts. Und die letzte Chance bist du. Und da ist auch nichts. Tja, Oh, wie war denn das? Wo ist hier ein Schalter? Irgendwas, ein Kristallschalter. Mal ganz genau umgucken. Wenn nicht, mache ich einfach wieder die Wirbelattacke.
die Wirbelattacke da bei dem Gitter. Vielleicht ist er wieder wie bei den Goronen im Feuertempel. Diesmal lasse ich mich aber nicht verarschen. So, ich probiere es einfach mal. Hep. Hier sind ja zum Beispiel Kisten, also. So, okay. Nö, da ist schon mal nix. Dann vielleicht hier. Ich mache mal eine größere Druckwelle. Oh ja! Boah, bis da hinten. Okay, wartet. Wartet. Und nochmal! Nee, diesmal ist hier nichts. Wie geht das Gitter hier auf? Oh, da ist er ja schon. An der Decke. Sieht miese Vieh. Ja, da kann ich auch nicht gegen schießen. Ich muss hier wohl echt irgendwie... Wie mache ich das? Einfach mal Hymne der Zeit spielen? Vielleicht erscheint da so ein Block. Obwohl, das wäre echt gemein, wenn einfach ein Block erscheinen würde, ohne dass man darauf hingewiesen wird. War so klar. Okay, wie mache ich das? Ich würde es ja gerne ausprobieren, aber... Nee, da auf dem Ding kann ich nicht drauf stehen. Ich probiere es einfach aus. Wäre natürlich jetzt lachhaft, wenn das jetzt einfach so klappt. Aber ich glaube, die eine Fackel ist echt zu hoch dafür. So, so nah wie möglich. Hopp. Und die. Nee, ich komme da nicht ran. Verdammt. Nee, das geht aber irgendwie anders. Ich weiß das. Ist hier irgendwas auf der Rückseite dieser Säule? Nee. Was war hier? Wie geht dieses olle Rätsel? Ich muss diese Skulltree haben. Von hier aus wäre ja auch totaler Quatsch. Weil bin ich ja noch weiter unten. Zwar näher an der Wand dran, aber... Oder? Ich probier's! Zieht mir dabei zu! Knacks! Nö. Reinfall. Vielleicht einfach mal hinschießen? Oh, wie war denn das? Die sind nicht umsonst so komisch angeordnet vielleicht. Vielleicht, nö. Wie war denn das? Ich muss die Fackeln anzünden, um das Gitter zu öffnen. Aber, ja. Aber wie komme ich denn jetzt? Hier ist doch nichts. Irgendwas hier in den Wänden drinne? Nee. Das wäre auch extrem gemein, aber Master Quest ist nun mal gemein. Hier ist nichts. Irgendwas Geheimes? Irgendwas Geheimes hier? Wie komme ich denn hier durch? Mit der Bürgertacke geht das nicht! Es geht um nichts! Wow! Scheiße. Aber mir war aber eigentlich so, als ob hier irgendwo ein Schalter ist. Ich probier's einfach nochmal. So lange, bis das hier klappt. Los, komm. Ganz in der Ecke gedrängt. Nee. Dann hier nochmal ganz in die Ecke. Nee. Scheiße. Ja, ich weiß, ich kann das... mit Feuerpfeilen machen, die wir aber noch nicht haben und erst später bekommen werden, aber ich habe keinen Bock, das mit Feuerpfeilen zu machen. Das muss auch so gehen. Bloß wie? Oh, sorry Leute, das muss ich wieder überlegen. Grinst nicht so blöd, gib mir lieber einen Tipp, Ballsack. Irgendwas in den Wänden drinne? Wenn ich einfach mal eine Bombe lege? Was soll das bringen? Na, weiß man ja nicht. Oder halt, ich aktiviere mal einfach hier ein Flammeninferno. Einfach so. Hüpp. Weil ich glaube... Wartet mal. Das könnte sogar klappen. Ja, nee. Hat nicht geklappt. Ich dachte, hier wäre irgendwo so eine Fackel hinter der Wand. Hier so hinter, weil das wäre auch gemein. Aber jetzt habe ich... Ja, die Skulptur habe ich freigelegt, aber ich komme da nicht ran. Das ist doch kacke. Was soll denn das? Mann, ich raste hier komplett aus. Ich mache jetzt einfach Rampage Mode und verballer die ganze Mana. Nothing at all. Verdammt. Muss ich hier echt nochmal rein? Ich will aber nicht. Ist hier nicht irgendwo eine andere Fackel? Kann ich nicht einfach diese Dinge hier anzünden? Und dann mit meinen Pfeilen die Fackel so anmachen? Nee. Das geht nicht. Tja, okay. Muss ich erstmal wieder hier raus. Einfach raus. Raus. Das geht nicht. Hier ist irgendwie... Hat der Luxleich Link nicht kapiert hier. Müssen wir später nochmal wiederkommen. Hier unten ist ja auch nichts, was uns zum Glück führt. Eine Skulptula fehlt noch. Kotzt mich jetzt richtig an. Aber ich muss doch... Naja. Nee, ist okay. Jetzt muss ich erstmal das Wasser wieder ganz ablassen. Dass ich
wieder in den zweiten Stock komme, um das in den zweiten Stock zu machen, dann muss ich mit einer Kiste... Scheiße. Naja. Och, man ist echt doof. Oh nein, ist okay. Nein, ist ganz schnell erledigt. Das schaffe ich schon. Dam badabadabam bam. Sich einfach nur nochmal überlegen. So. Quutz, 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 quutz. Nee, hab ich falsch. Ich bin ja total falsch. Keine Angst, Leute, wir schaffen das schon, aber mein Versprechen werde ich vielleicht nicht einhalten können. Von wegen, dass wir den Endboss hier in diesem Part schon platt machen. Oh, diese ollen Scheiß-Skultis. Echt zum Kotzen. Aber naja, ihr verzeiht mir ja. Ihr wollt ja auch 100% haben. Das wäre doch so geil. So, kann ich irgendwie schneller nach oben? Viel schneller? Nee, das geht nicht. Mann, ey. Zack. Einmal das... Ich nehme schon mal die Ocarina. Einmal das Wasser bitte komplett ablassen. Dass ich in die Mitte komme. Dann in Etage 2 auffüllen. Dass ich mir eine Kiste holen kann und den euren blauen Schalter aktivieren kann. Der dann auch nicht aktiviert bleibt. Damit komme ich dann in die letzten Räume. Oh, oh mein Schädel. Oh, sorry Leute, ich wollte euch nicht zu nahe treten. So, hier brennen die Fackeln auch lichterloh. Also dann, da, jetzt mach mal Lack. Mach mal hinne. Wegen so einer ollen Spinne. Machst du dir hier fast ins Hemd. Ich bin aber immer noch überfragt, wofür ich den ollen Schlüssel brauche. Dum, 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 dum. Höp, hui. Link, lass dich fallen, sei ein Mann. Ach ey. Ich würde das auch nicht machen, einfach so todesmutig in den Tod jumpen. So. Sonst waren wir hier schon? Wir waren doch noch gar nicht hier, oder? Hallo? Doch, natürlich weiter im Grat. Wir waren überall, allgemein schon überall. Wartet mal, mal gucken. Ja, ganz unten, alles erledigt, da. Wir wollen jetzt in diese Räume hier, von der zweiten Etage aus. Ja, das müsste klappen. Da müsste eine Skulptur da drin sein. Die letzte, die wir noch finden müssen. Die eine haben wir schon gefunden. Konnten sie bloß noch nicht einsammeln, wegen komischen Rätseln. Boom. Okay, ganz schnell nach oben. Ja, ganz schnell nach oben gehen. Die Mucke ist voll Psycho. Da. So, ey. So, geht doch. Da-da-dam-da-dam-dam. Ich spiele doch das Lied nicht zweimal umsonst hier. Reicht schon, wenn ich das immer wegen der Hymne der Zeit machen muss. Da-da. So. Kibus, wo kriege ich jetzt die euren Kisten her? Und vor allem, ihr habt ja gesehen, ich habe ja schon mal so einen beherzten Kistensprung gemacht und habe das nicht geschafft. Ja, das muss man einfach machen. Man schafft's halt irgendwie irgendwann. So, von hier habe ich die Kisten geholt, ne? Höp. Guck, seht ihr, er schafft's ja. Er schafft's ja ohne Rollen. Ja, man kann's ja schaffen. Bloß mit der Kiste eben. Vorhin hat das irgendwie nicht geschafft. Jetzt schaffe ich es aber. Pass auf. Ich hole mir einfach mal eine Kiste. Eine kleine, ganz kompakte Kiste. Oh Mann, wenn die Kiste wüsste, was ich mit ihr vorhab, iste. Hä? Egal. Huh. Ja. Also hat der Raum hier doch noch seinen Sinn, so ganz wirklich. Nur die ollen Kisten hier mitnehmen. Na, komm her. Nee. So. Und nicht auf die Stacheln rauf. Ja. Und jetzt wünscht mir Glück, dass ich diesen Sprung auf Anhieb schaffe. Warum schafft er das nicht, ja? Wir haben es gerade ein paar Mal getestet. Er ist in der Lage, es zu schaffen, Link. Nur weil du jetzt die Arme hoch hast und deinen eigenen Achselschweiß riechst, heißt es noch nicht, dass du das nicht schaffst. Vielleicht warte ich mal, bis die Kamera sich justiert. Genau, vielleicht so. Jetzt. Hörpa! Ja, wunderbar. Cool. Also ich würde einfach mal sagen, einfach kurz warten, bis die Kamera sich so ein bisschen von oben einpendelt und dann... So, und jetzt kommen wir nämlich hier lang. Zack! Da waren wir auch noch nicht, die letzten Räume. So, die auf der Karte noch grau unterlegt sind. Trap! Nee. Okay, und dann auf geht's. Juhu, boom. Oh, was ist das hier für ein scheiß Raum? Immer diese ollen Kisten hier. Ich bin echt hier irgendwie, werdet wenigstens Milch oder irgendwie sowas, ja, aber es sind einfach stinknormale Kisten. Zack! So. Ja, und alles bloß wieder für eine Skulti, ihr hört schon. Bestimmt muss ich hier wieder hier irgendwas machen. Jawohl. Und was passiert? Ich glaube, dadurch jetzt sind hier wieder, irgendwo müssten jetzt so eine Enterhakenpunkte entstanden sein. Hier sind auch noch kleine Kisten. Die gar nichts bringen. Ja.
Nee, nee, hier ist nicht viel los. Hier ist nicht viel los. Da oben ist bloß ein Skulti. Skulti? Oh mein Gott, wo ist sie? Nochmal? Oder was? Hallo? Hey! Wie soll ich da hochkommen? Ich will da hoch! Ihr seid doch alle. Warte mal, warum? Nee, hier ist aber keine geheime Mauer, die ist einfach noch über mir. Aber wie komme ich jetzt nach oben? Ich habe eigentlich erwartet, dass hier wieder so eine Enterhakenpunkte erscheinen. Aber hier erscheint rein gar nichts. Oh mein Gott, ich verkacke schon wieder bei so einem scheiß Rätsel. Mann, komm schon. Hier ist nichts. Auch kein geheimer Schalter irgendwo in den Wänden? Das ist echt total merkwürdig. Warte, ich gehe nochmal raus und nochmal rein. Aber wozu brauche ich jetzt noch... Ich Idiot. Scheiße. Mann! Aber wozu brauche ich jetzt noch einen kleinen Schlüssel? Was soll ich mit dem? Jetzt halte ich hier nochmal hin und her. Sorry, Leute, sorry. Ich bin jetzt ein bisschen verpeilt. In diesem komischen scheiß Wassertempel. Wenn man den 100% haben will, ey, dann wachsen einem schon graue Haare. Muss ich echt mal sagen. Immer dieses Hin und Her und dann doch dieses Nichtwissen und alles für den Arsch hier und... Oh. Zack. Ho! Neue Kiste. Eine neue Kiste. Wunderschöne Lieferung hier. Ganz klein. Trappen. Oh. Scheiße. Komm. Mann, nein! Nein! Oh! Und jetzt ist die Kiste in der Luft. Oh. Ich bin wieder so unfähig, einfach nur. Einfach unfähig. Okay, nehme ich mir jetzt einfach eine zweite. Passt jetzt aber ein bisschen besser auf, ne, wo ich hinspringe. Hopp. Die Kiste kann da meinetwegen bleiben. Und geht auch gar nicht kaputt. Also, ich überlege gerade schon im Kopf, was soll ich denn da machen? Okay, so geht das Springen nicht, Kamera. So, dankeschön, Vogelperspektive, Trap! Ja, so klappt's. Was muss ich in diesem Raum machen? Im Original ist da eigentlich eine Wasserfontäne, aber die gibt's hier anscheinend nicht. Ach ey, so ein Mist. Alles nur wegen dieser 100%-Marke und allen Skulltis. Aber wenn ich alle Skulltulas, also es sind noch zwei, wie wir gesehen haben, wenn ich die alle finde, dann habe ich 51 Skulltis und das bringt mir ein Herzteil. Weil dann ist der fünfte Sohn vom Fluch befreit. So, was ist jetzt hier los? Okay, ja, du kommst hier runter, gejumpt. Ist mir aber scheißegal. So. Und jetzt ist hier... Warum ist hier nichts? Wie komme ich hier hoch? Und wenn ich einfach... Wartet mal, jetzt irgendwie ein Bug war oder so. Ja. Ist irgendwas passiert? Hallo? Warum passiert hier nichts? Scheiße! Von der anderen Seite? Ich muss natürlich was sehen. Oh oh. Leute, wir haben ein Problem. Ich glaube, da muss ich mir am nächsten Part mal wieder... Bis zum nächsten Part Gedanken machen, wie wir da hochkommen. Verdammt nochmal. Hier, ich stelle mich auf die Kiste rauf. Hier, ich bin Kistenkind. Kistenkind, komme ich jetzt hoch? Darf ich jetzt rein? Die Skulptur ist jetzt genau über mir. Ganz toll. Aber hier irgendwas anderes? Ich überlege einfach mal eine Bombe. Einfach so eine Bombe. Vielleicht haben die Masterquest hier einen zusätzlichen Raum eingefügt, aber eigentlich ja nicht. Die nutzen die nur die vorhandenen Räume und nichts weiter. Hier ist aber auch wirklich gar nichts. Irgendwas in der Wand? Irgendwas? Hallo? Mach die Tür auf. Mach den Endhakenpunkt an. Was weiß ich. Ey, das war echt. Mehrmals drauf schießen? Nee, hier ist auch nichts. Was soll das? Leute, wir müssen hier um zwei Skulltulas raufen. Ich bin so wütend. Warum steht hier so eine ganz kleine Kiste? Warum? Ich lege hier einfach eine Bombe hin. Soll die Kiste doch sehen, was sie macht. Auch nichts. Hier ist gar nichts. Bloß ein Haufen Kisten. Hä? War der vorhin auch schon da? Oh, sorry Leute, da muss ich echt mal gleich die Aufnahme checken. Habe ich den übersehen? Bin ich ja schon so bescheuert. Der war doch völlig da, ich hab doch alle Kisten weggeballert. Ich guck gleich nochmal, ey, die gibt's ja gar nicht. Okay, Freunde, aber damit haben wir jetzt die vorletzte Skulltula. Und wie es aussieht, brauchen wir diesen einen Schlüssel, den wir haben, brauchen wir gar nicht mehr. Tja, also haben die einen Schlüssel doppelt.
Auch nicht schlecht. So, dafür kommen wir jetzt aber hier oben raus und können die Musik mal wieder schon nach oben machen. Also das Wasser mit der Musik nach oben machen. Dann müssen wir mal ganz nach unten jetzt das Cthulhu holen und können dann zum Boss da hinten durch die Tür. Da hinten. Guckt euch ein, prägt euch ein. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war es für heute mit Zelda Master Quest. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.